Einen wunderschönen sonnigen Freitagnachmittag wünsche ich euch, liebe Abonnenten der Epic Leilani. Ja, kleines Infovideo. Und zwar, es mag der ein oder andere schon mitbekommen haben. Ich habe morgen Geburtstag und zwar wird es ein runder Geburtstag. Ja, ich werde 20. Nein, natürlich nicht. Ich werde 30. Ihr wisst ja, ich habe schon 12 Jahre alten Sohn und so und der wird mit den 20 nicht hinkommen. Ich fühle mich aber so. Ich fühle mich, als wäre ich, weiß ich nicht, 18, 19, 20 und da bin ich auch super stolz drauf. Allerdings möchte ich auch meine ganze Erfahrung, die ich in den 30 Jahren gesammelt habe, überhaupt nicht missen, Leute. Ich finde mich so absolut korrekt, so wie ich bin und ich bin super glücklich. Ja, und ja, eigentlich wollte ich euch sagen, dass ich dieses Wochenende keine Videos rausbringen werde. Ich werde mir ein freies Wochenende gönnen. Ich habe gedacht, komm, ey, mach heute Morgen noch Empire, mach heute Morgen noch Skyden und hast du nicht gesehen. Aber nein, ich habe heute Morgen überhaupt nichts gemacht. Ich habe mich ein bisschen fertig gemacht, hier, was man so macht, so Nägel machen und ja, ausgiebig gebadet und sowas alles. Ne? Also ich habe wirklich heute nur was für mich getan und ja, ich denke, ihr werdet das alle verstehen. Schenkt mir dieses freie Wochenende zum Geburtstag. Und ja, ich freue mich mega auf alle, die ich morgen sehen werde bei dem Auftritt, den ich habe. Da bin ich super nervös, aber ich freue mich auch total, weil ich so viele Leute sehe, die ich so lange nicht gesehen habe. Ich bin ja vor ein paar Jahren von Duisburg nach Zanten gezogen und da musste ich meine ganzen Freunde da lassen und die wohnen jetzt alle noch da. Und ja, einige davon sind vorher schon weggezogen, die sehe ich jetzt alle wieder. Wir treffen uns alle am Samstag und ja, ich freue mich mega. Das überwiegt so ein bisschen die Aufregung. Trotzdem bin ich mega aufgeregt. Ja, mal gucken, wie ich mich da ein bisschen ruhig halte. Wahrscheinlich mit einem Schnaps oder so. Mit 30 darf man ja da schon mal einen Schnaps trinken zur Beruhigung. Das schöne Bild, was ihr hier seht, das habe ich vom Panda bekommen. Die hat mich gezeichnet und das finde ich so toll in der Manga-Art. Und ja, ich werde es jetzt bald für meine neue Facebook-Gefällt-mir-Seite, werde ich das als Anzeigebild nehmen. Ich finde es super, super schön. Gerade weil sie mein kleines Markenzeichen, die Mütze hat sie so gut mitgenommen. Ich habe schon gesagt, Panda, ey, wo ist der Friseur? Ich muss unbedingt diese Frisur haben. Ich hatte die früher nämlich immer und mein erstes Anzeigebild auf YouTube, wenn ihr euch erinnert, also da habe ich zwar schwarze Haare gehabt, aber da habe ich auch so eine Frisur gehabt. Und ja, bin ernsthaft am Überlegen, ob ich mir die nicht wieder schneiden lassen soll. So ein bisschen stufig und dem Pony und so. Ja, gefällt mir extrem gut. Was gibt's noch zu erzählen? Ja, wie gesagt, also es kommen dieses Wochenende keine Videos. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu traurig. Nächste Woche starten wir wieder voll durch mit Fiesta und Empire. Und ich bin Level 55 im Empire. Ist das nicht geil? Dazu wird auch auf jeden Fall noch eine Folge kommen. Dann habe ich nämlich auch vor, auf jeden Fall so ein bisschen was zu der Jagdhütte zu erzählen, die jetzt bei uns in der Burg steht. Ja. 2 Tage nicht da, ich habe meiner Allianz schon Bescheid gesagt, die sollen schön auf meine Burg aufpassen. Ich werde jetzt gleich nochmal eben in den Allianz TS gehen und mich auch da verabschieden. Ich meine, 2 Tage weg ist ja nicht mal eben, wenn man täglich eigentlich online ist, ne? Meine Lieben, ich hoffe, ihr feiert ein bisschen separat für mich mit und wir sehen uns dann nächste Woche in aller Frische und ja, hoffentlich habe ich dann nicht zu sehr einen Kater, aber ich werde nicht so viel trinken, weil ich, wie gesagt, da ja auch auftrete und ja, ein bisschen von meinem Geburtstag auf jeden Fall miterleben möchte, eigentlich alles. Gut, bis nächste Woche. Tschüss.